Hallo und willkommen zu Outlast 2, ein Spiel des Pooling Ground. Ein neues Spiel, normal. Outlast 2 enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Viel Spaß. Oh, politisch unkorrekt, so mag ich das. Lynn Langerman ist eine Enthüllungsjournalistin, die den geheimnisvollen Mord einer schwangeren Frau im ländlichen Arizona untersucht. Du bist Blake Langerman, ihr Ehemann, Assistent und Kameramann. Nimm alles auf, ihr seid keine Kämpfer, solltet ihr den Schrecken in dieser entlegenen Gegend begegnen, rennt weg, versteckt euch oder sterbt. Yo. Please, Blake. Jesus, Blake, are you really sleeping? I'm awake. You should have slept last night. Well, I had to get that hospital footage organized. You were calling out some other woman's name. What? In your sleep. Jessica, I think. You know a Jessica? Oh, no. No, I mean, I was dreaming about Jessica Gray. From when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. You say so, man. You bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. I can't work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to. Whoa! The fuck? Fuck! Sorry about that. My panel's a little soft, but we're good. Oh, that was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Red leather yellow and red leather yellow. Have a soup pie. Have a soup pie. Okay. I'm Lynn Langerman, here for NewsTomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Die Und so endet Outlast 2. Danke fürs Spielen und Zuschauen. Nein, natürlich nicht. So, eine Rückblende. Eine Kirchen, eine Schule. Scheint. Okay. To Jessica, first place. So, das in der Mitte, das bin ich. Die eine davon ist Jessica und die andere ist diese andere Tussi, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Ein geheimnisvoller Fremder läuft des Nachts durch die Schule. Welch Grauen erwartet mich hier? Oh, das ist wirklich alles Shining. Das Shining.
Oh, ich lebe noch. Ich werde dich finden mit der Macht der Liebe. Ich finde dich. Ich werde dich holen. Body wasn't in the wreckage. She could still be alive. Yeah. Wo ist sie? Wo ist sie? Shit. Jesus. Is... No, there's no bodies. She's not in here. Lynn! Lynn! Oh, fuck me! Fuck. That... What happened in the crash? Fuck this. Lynn. Pilot. I don't even remember his name. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Jesus Christ, Lynn. Der unbekannte Pilot. Ich hab seinen Namen. Ich hab seinen Namen vergessen. Ich hab ein scheiß Gedächtnis. Doch er wird niemals unvergessen bleiben. Das namenlose Opfer, das in jener Nacht lebendig gehäutet wurde von unbekannten Individuen. There's not supposed to be anything for miles. But I was alone out here. Fuck, I was alone out here. Hier ist ein Haus. Hallo? Hallo? I'm lost. And hurt. Ich bin verloren an einem Ort des puren Grauens. Is anybody there? Please. Huh? Oh. Geheimnisvolle Personen im Wald. Okay, ich kann hier mit Q und E nochmal hier ein bisschen links und rechts gucken. Oh, hallo, ich sehe dich, Arschloch. Was hast du da? Eine Machete. Ja, okay. Das macht dir wohl Freude, nachts in der Gegend herumzulaufen, im Wald mit Macheten. Macht Sinn, ja. Ah, da ist jemand drin, ich hab's doch gehört, Bitch. Lass mich rein, Bitch. Oh, meine Batterien sind bald wieder leer. Das Spiel ist so dunkel und ich habe so wenig Batterien. That's fucked up. It's fucked up, man. Oh, Spatzenhirn. Kann ich das wagen, mich zu erschrecken? Schlampe. Kann ich das lesen, wenn alles dunkel ist? Das Kind es kommt, bereit, das Messer macht, das Kind es kommt, Hebamme der Nacht. Irgendein komisches, abgefucktes Emo-Lied. Und hier ist eine Krippe und hier liegen Puppen. Babys.
Babypuppen. Baboids. God. It was a familiar smell, almost sweet. They killed their children. Woher kennt er den Geruch? Und warum ist der süß? Woher weiß der das? Sehr interessant, Herr Kollege. Wollen wir mal in deiner Vergangenheit ein bisschen herumstochern? Woher weißt du das, hä? Was ist denn das hier? Ich sehe gar nichts mehr. Okay. So. Ja. Ist die Bitch. Hör auf so viel zu rauchen. Also du, ich weiß nicht, dein Kehlkopf hört sich nicht so gesund an, Bitch. Es ist der Sensenmann, das pure Grauen kommt näher. Wo ist jetzt hin? Ist verschwunden. Batterie, nimm die Batterie und geh durchs Fenster raus und lauf um dein Leben. Hallo, ist da jemand? Nein. Hast du ihn nur her? Ich glaube nicht, dass Gott mich hasst. Gott liebt mich. Alle lieben mich. Ich bin blind. Ohne Brille bin ich blind wie ein Fisch. Ich will die Brille nicht. Oh, Jesus! Then you'll have. Bitch! God wants me dead? Okay. Verpiss dich, Schlampe. Du bist ja nicht willkommen. Dein Gott hasst dich. Ich laufe da einfach durch, ich kenne die Stelle. Fuck you, bitch! Oh. Oh, die Laser! But... Oh.
Fuck. I'm ready for the hook. Take me down. Dir helfen? Hilf du mir, Bitch! In einem Ort des puren Grauens. Was ist das hier? Voller Instrumente, um euch zu bestrafen. Was habt ihr getan? Habt ihr gesündigt? Nur Gott kann euch erretten. Nur Jesus Christus. Oh, meine Kinder. Oh. Oh, meine Frau hat den Antichristen in sich. Und ich werde die meisten dieser Dokumente nicht lesen, weil es ist alles so evangelikalischer, hardcore, religiöser. Ja, geplapper. Die Story an sich ist sowieso ziemlich kryptisch. Man muss ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, um da irgendwie eine Handlung oder irgendwas rauslesen zu können. Bitch! Ich rette dich! All in, all oh baby. Oh God, Blake! Oh baby! Okay? No! What the fuck? I don't know. Oh shit! I see you! We have to run. Run! Run to the chopper, do it now, Lin! I come with you! Come with me if you want to live. Lin, where are we going? I know the way. Away from here. Anywhere but here. Yeah, I'm the Terminator. I will lead you the way. Follow me. Let's go! Run! Ah! Run faster! What is it? What is it now? It hurts. Something's wrong. Oh my God! Fuck. I can't help you. You have to run. Do it now. I have to stop. I need... Oh God. Jesus Christ, Lin. What's happening here? I thought you were dead. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here, okay? God. What did they do to you? I can't talk about it. Was haben sie getan? Was haben sie getan, du Hure? Please don't ask me. Ich habe dir vertraut. Sie kommen. Run, do it now! Our faith has been proven. The woman who came to Temple Gate this day from the outside world brought with her the foul burden we've been awaiting all this time. She has a child in her belly. What? I performed the examination I don't know. Myself. And he's insane. They're all fucking road. Insane. The yeah. devil Please, Blake, I just want to get out of here. And she is among pregnant. Us. What the fuck is going on? I can't. Not now. Run, do it! Let's just get away from this place. Kill them! Okay. Soak the earth with their blood! Rip the devil from her belly and crush it beneath your boots! Ihr seid viel zu radikal! Oh, da kommt jemand! Stay back! Oh, hallo, könnt ihr uns helfen? Wir haben uns verlaufen! Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes! God wants no! Lin, do it now! Get I need a me. Chopper! God do wants it! Lin! No, you... No! You bastard! No! You motherfuckers! No. Get off me! No. You leave her alone! No. Leave her alone! Lin! No. Lin! Fuck you! Oh, oh, oh! Oh! I've watched my father fuck your god to death.
Hush. Lizzo! Wait! No, wait! Don't! There you go, no! Mother. No! Oh! Mm-hmm. For fuck's sake! Mm-hmm. Shit! Take her home. I'm gonna share my love with the father. Motherfucker! God doesn't love you. Not like I do. Yes, my love. Ah. We have mother. I think I'll see you again. Also, ja, bestimmt. Ja, macht mal gut. Oh, ich krieg hier nur aufs Maul, ey. Oh, shit! Lynn! Oh, Lynn! Oh, wo ist Lynn? Und das ist die ganze Geschichte. Jesus. Ich bin hier gefangen. Jesus Gott. Mit evangelikalen Vollmongos und ketzerischen, satanischen Satanisten, die sich gegenseitig die Hucke vollhauen und denken, meine Frau ist schwanger. Und deshalb haben sie meine Frau jetzt entführt und ich muss meine Frau von den Satanisten zurückholen. Und ab und zu kommen noch solche Szenen aus meiner Jugend, wo ich dann quasi meine Schule sehe. Das ist Outlast 2. Sehr kryptisch. Sehr kryptisch, die Story. Ich habe aufgegeben, sie zu verstehen. Ups. Gibt's eine Batterie? April, I need a battery now. Show me. Oh no, it's nothing here. There's nichts. Hey! Oh, bitch! Oh! Oh, oh nein! Oh, verschone mich! Oh nein! Oh! You mockery! Oh. Oh. Oh nein, ich bin gefangen im Wasser. Im Fluss der Zeit. Wo will ich hin? Oh.